Hey Leute, willkommen zurück zu Bound by Flame. Uns geht direkt weiter. Ja, ist okay. Okay, then. I have to go. The bubbling impatience of you. So, jetzt muss ich also erstmal ihm helfen, dann muss ich ihm helfen, dann muss ich ihm helfen. Oh Mann, ey. Das nervt mich. Also gut, helfen wir jetzt erstmal dir. Indem wir einfach mal da lang gehen. Dann da lang gehen. Dann da runter gehen. Dann nach links abbiegen. Schon mal ist. Attack the convoy with Randall. Ist das nicht der Konvoi? Fangen wir an. Hallo, Überraschung. So, komm. Hau rein da. So, erstmal die komischen Bogenschützen hinten wieder verkloppen. Wuhu! Ach, schon alles platt. Nice. So, geh was weg hier, ich muss was looten. Loot. Ja gut, dann habe ich dich gefunden. Ja, Konvoi ist gut. Ja, wir kommen auch ganz schön nah ran jetzt hier. Du dicke, fette Sau, geh aus dem Weg. Sag mal. Ja, stirb einfach. Böser Bogenschütze. Oh, da kommen auch ganz schön viele jetzt hier. Ich hab doch geblockt, Mann! So, komm her, du. Meine Schwertklinge, sonst irgendwas, macht mittlerweile extrem gut Schaden, auch ohne Flamme. Zack, Repost. Nochmal kurz getreten. Hahaha, da ist er weg. Assassin. Hab ich gerade eine Tiefe freigemacht? Ja, das erste Mal. Ja, hier lang vielleicht, irgendwie. Das wird jemand gecheckt. Sieht momentan eigentlich relativ normal aus. Kann doch immer mal zwei hier lang. Zack, zack, zack. Zack, zack, ab. Wir schnetzeln einfach alles nieder, was ist momentan hier. Da! Ah, 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 ah. Randall! Ach ja, da ist ja wieder was. Upsala. So, weg mit dir. Komm, komm, komm. Oh, jetzt aber direkt zerstückelt. Hier. Wenn du dich drehst, kann ich dir richtig schön den Rücken schlagen. Boah, hoch, 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 hoch. Leider nicht das. Jetzt hast du ihn umgehauen, ich glaub's dir gar nicht. Ey, da ist der Dings besser. Der König. Aua. Das war jetzt nicht wahr, ne? Ich lag am Boden auch noch auf mich drauf. Ich glaub's ja gar nicht. Nein. Nein. Okay, ich war ein bisschen übermütig, gebe ich zu. Man muss einfach nochmal sterben können. Zumal ich nicht wieder mal nicht genau weiß, wo ich eigentlich lang muss. Um dem Herrn es zurecht zu machen. Das ist so mein Hauptproblem. Außer Friend war ganz schnell. Na komm. So, jetzt hier. Erstmal den Typen platt machen. Gab's einen Interrupt, war schon mal ganz gut. Jetzt geht er mal um die Ecke, Mann. Wo ist der Bogenschütz? Da. Schnell nochmal kurz welche reingehauen, bevor die Flamme wieder aus ist. Ja, ihr müsst nicht mal alle auf drauf gehen. Mein Freund, ein Kupferstecher hier. Zack, weg ist er. Lauf, 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 lauf. Ah, war nicht schnell genug. Ich glaube, es geht los. Du trittst mich, ich tritt dich. Jetzt macht er längstens platt da hinten. Meine Fresse. Einmal mit Profis hier. Ist ja fast wie ein Multiplayer. Nein, ich will nicht mit ihm sprechen. Mann. Ja, geh weg. Geh mal aus dem Weg hier, damit ich looten kann. Ja, ich muss irgendeinen Konvoi aufhalten. Das Problem ist nur, woran sehe ich denn, was ein Konvoi ist? Vor allem so ohne, da geht's lang, momentan.
Ich sehe nur immer wieder Untote, die immer wieder auftauchen, die man kämpfen kann. So. Oh, ist ja gut jetzt hier. Alle auf mich oder was? So. Nichts Besonderes. Und weg damit. Eins, zwei. Wenn ich Zeit dazu habe, ist das ziemlich cool. Oh, oh nein, 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 nein! Autschi. Naja, man regeneriert ja auch ein bisschen. So, wir wissen immer noch nicht, wo wir lang müssen. Und cool. Eine der Aufgaben ist auf jeden Fall wieder mal in die Richtung. Aber da kommen wir wieder nicht rein. Die Tür ist ja wieder. Ah ne, guck mal, jetzt kommen wir sogar rein. Jetzt geht's. Warum geht's denn jetzt? Ist jetzt irgendwie der Schlüssel gefunden worden? Oder bin ich der Schlüsselmeister? Oder was geht hier ab? Aber Karaldras, Karaldras, wie auch immer. Kurz mal die Karte gucken. Ja, hier gibt's auf jeden Fall noch da was ich machen muss. Hier so irgendwo. Im Lower-Bereich, okay. Ich komme auf jeden Fall auch hoch. Um die Ecke, da müssen wir wieder in das. Ah, müssen wir ein Buch dann suchen. Das war's. Jetzt kann aber sein, dass ich dann den Untoten da eigentlich dazu haben müsste, damit ich das machen kann. Schätze ich zumindest jetzt einfach mal. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Ah ja, hier rein. So, und irgendwo müsste dann hier ein Buch sein. Ah, das Problem ist halt wirklich, ich habe jetzt ihn nicht dabei, sondern hier unseren Schnuckiputz. Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich. Oh, Moment. Doch, da! Living Magma. Sehr schön. Kurz mal das Kärtchen checken. Gut, hier ist. Ich wollte gerade sagen, hier ist eigentlich nichts Größeres, außer halt wahrscheinlich ein paar Viecher. Ich komme hier mal rein, dementsprechend müssen wir kämpfen. Komm her, Digga. Ja, ja. Ja, ja, schon recht. Stirb einfach. So, die zwei Bogenschütze, die wir noch kurz weggemacht haben, damit wir durch die Tür durch können. Man kann nämlich nichts aufheben, wenn man kämpft, was zum einen ganz gut ist, zum anderen auch ziemlich kacke. Das heißt, man kann sich auf den Kampf konzentrieren. Andererseits kann man nicht einfach irgendwo abhauen, was natürlich auch ja nicht unbedingt ein Nachteil sein sollte, sondern ja, stell ich einen Kampf und so heißt es dann. Gucken wir mal, dass wir hier relativ schnell wieder rauskommen. Das war hier die Treppe hoch. So, dann hier lang. Halt, stopp. Da lang? Nee. Nee? Doch, hier lang. Runterspringen, dann kommt wahrscheinlich auch raus. Ja, muss doch da lang laufen. Na gut. Durch das Türchen. Ah ja, jetzt sind wir da richtig, sehr schön. So, hier gibt es zwei Möglichkeiten, wie es aussieht. Einmal da lang und einmal da lang. Da kam man gerade her, also gehen wir da lang. Ja, aber Karaldras, wie auch immer, Gesundheit. Guck noch das Kärtchen und das geht einfach geradeaus links. Geht's weiter. Oh, 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 da war ich noch nicht. Merkt man immer daran, wenn man irgendwas zu looten hat. Da knurrt auf jeden Fall einiges. Das Ding ist im Weg. Kriegt mich aber gar nicht weg, wie ich sehe, dann gehen wir über hinten durch. Einmal kurz hier rumgeschlichen. Oh oh. Man hat mich gesehen. Ich komme ja bitte nur auf den Durchgang, Durchweg links. Ja, ich kann nicht looten, stimmt ja. Ja, dann komm halt her. Was bist du denn für ein kleines Tierchen hier? Ich habe schon lange mehr gesehen. Level 18! Ach, da hinten hat jemand was platt gemacht, oder wie? So, renn. Renn drauf zu. Zack. Was hab ich da denn? Also so ein Einzelschwertfuchtler da. Der ist mit zwei Schlägen eben im Sack. Ach, da hinten ist noch Bogenschütze. Aha. Ich meine, die haben den Vorteil, die frieren wenigstens nicht. So. Gibt jede Menge Loot. Ah, Elfenseelen. Sieht man mal. Die habe ich ja noch nicht abgeschlossen, die Quest. Da ist noch eine. Ich frage mich, wenn man Elfenseelen sammelt. Schweben die so drüber und die kann man einfach wie Tinkerbell in ein Glas stecken? Gute Frage, nächste Frage. Boah, ich hasse es, erkältet zu sein. Furchtbar. So, da ist bestimmt auch noch eine hier. Zack und. Elfen Souls. 18 von 20, nee, 19, 17, 17, 17 von 20, okay. Ich muss ja immer noch hier in die Richtung. Was? Wie? Out of where? Ach hier,
Hi. To the southeast, you'll find an entry in the support pillar. Take that passage, and then look for an opening in the cliff face. The rest of the company is hidden there. Got it. There's another camp of prisoners over there in the west. Not any of our guys, but maybe we should try to free them anyway. Do you want us to give you a hand? No. See you back at the... Gonna need it. Sehr schön. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Leute, die uns unterstützen. Also zumindest die Elfen schon mal. Okay, ich kann mal abspeichern hier. Und irgendwo gibt es bestimmt auch noch andere. Im Westen haben sie gesagt. Wir laufen ja lustigerweise so gerade in der Richtung Westen. Ganz schön verwinkelt hier. Also hier sich nicht zu verstricken, ist gar nicht so einfach. Ah, ich trage zu viel. Ich kann nicht mehr sprinten. Ja, den machen wir so platt mit zwei Schlägen ohne Feuer. Oder drei Schlägen. Flamme an und Bogenschütze. Hallöchen. Und tschüss. So, mein Freund. Das Schwert will ich mal haben hier. Das ist voll cool. Boah, das ist verflucht, wenn es mich trifft. Ah, ah, ah. Nicht mit mir. So. So, mein Freund Renvel hat ja auch schon ein bisschen aufgeräumt. Eine Kiste. Sehr cool. Do it open. Meins, alles meins. Ich kann den Punkt natürlich jetzt als Pack-Modi mal ausgeben, wenn eine Idee. Ich mach mal direkt mal kommt. Dann kann ich mich mehr tragen. Achso, ich habe außerdem wieder zwei Punkte zum Ausgeben, sehe ich gerade. Das hätte ich gleich mal machen können. Es gibt nicht so einen Punkt, der nennt sich Mule, natürlich kann ich da mehr tragen. So, sehr schön. Und dann gehen wir auch direkt mal unsere Pünktchen ausgeben. Warrior, ich will ja da oben hin. Ja, ist ja ganz klar. Physical Resistance plus 10 ist ziemlich cool. Und dann haben wir natürlich Rage. Ganz klar, Rage. So, dafür brauchen wir Force of Impact und Tornado Level 2. Sauerei. Also quasi Tornado Level 2. Und was ist denn Force of Impact? Das hier wahrscheinlich, ne? Ja. Naja, machen wir jetzt Tornado Level 2, sonst kommen wir eh nicht weiter. Das Problem ist nur, dafür brauche ich Whirlwind Level 2. Ja, jetzt ist es aber schon ein bisschen cheap-stakig geworden. Trotzdem cool. So, hier oben ist anscheinend nichts mehr, oder können wir hier irgendwo runterspringen? Ne, gut. Gehen wir da runter. Jetzt können wir wieder sprinten, weil ich bin jetzt Pack-Moody. So ein I-A. Hier kann man durch, jawohl, sehr schön. Ab und zu müssen gucken, weil hier ist echt alles offen. Moment. Aber kurz durch die Tür hier durch und rechts um die Ecke kann man in die Steppen. Da bin ich aber gar nicht hin. Ich muss doch wieder da rein. Weil ich wollte eigentlich in die Residentials da hinten hin. Weil da dürften dann wahrscheinlich die restlichen Bagage-Leute sein, die ich befreien muss. Um meinen Truppen ein bisschen Boost zu geben. Lass mal durch hier. Navigationstechnisch, wie gesagt, immer noch aus der Hölle. Aber irgendwie kriegen wir schon hin. Hier liegt auf jeden Fall schon was Dreck. Halt, stopp, warte mal. Ah, hier kann man durch. Nice. Hier gibt es auf jeden Fall Spaß. Für alle ein bisschen was. So, mein Freund. Das noch schön hier weggeräumt. So, schnell noch zwischendurch durchgeblockt. Ja, verreckt doch einfach. Oder beziehungsweise geht zurück dahin, wo er hingehört. Aber ist doch was. Sag das doch. Tritt mal rein. Der blockt mir zu sehr, der Schildtyp hier. Weg. Sule. Mit jedem Kill geht's weiter. Mit jedem Kill werde ich enraged. Das ist ziemlich nice. Leider hält das Ganze nur ein paar Sekunden. Das ist wiederum nicht so nice. 18 von 20. Wir kommen der Sache näher. Dann krabbeln wir hier mal durch die engen Schlauchlevels durch. Looten, was wir können. Noch ein paar Elfenseelen gefunden anscheinend. Noch gut speichern. Ja, hier gibt's auch schon ziemlich viel zu entdecken. Tausend tolle Sachen, die gibt es. Jetzt habe ich Lightning, einen Hammer namens Lightning gefunden. Ja, da ist noch eine Kiste, beziehungsweise ein Fass. Ein Fass ohne Boden. Ich kann mir fast vorstellen, dass mich wieder ein Empfangskomitee erwartet. Jawohl, ja. Das Ding hat aber ganz schön, muss man auf die Tretmühle. Zu viel Gewicht, mein Freund. Außerdem hast du eine leicht unsaubere Aura. Erstmal den Bogenschützen weg. So. Da hinten auch noch weg.
Ich würde gerne mal hier mit dem Bogenschützen mich unterhalten. Muss ich nicht immer irgendwo einmischen. Alter, hoch jetzt. Ja, das Problem ist, ne? Kann man mein Danke, schön, dass du hilfst. Ach, jetzt hat er halt leben lassen. Oh, du kannst gar nichts, oder? So. Eins. Na komm. Boah, nochmal. What the fuck? Boah, tritt mich halt in den Arsch. Regelmäßig. Ja, toll, das war Renville. Warte mal kurz. Haha, mit der Armbrust. Guck mal, Armbrust. Hehe. Guck mal, Armbrust. Schön in den Hintern geschossen. Haben gleich. Jawoll. Dann haben wir also wirklich was für einen guten Blacksmith gefunden. Ja, okay, hier ist auch ein Schmiede am Boss. Hier stehen wir auf, Mann. Fauler Sack. Alles muss man selber machen. Also es ist aber wirklich so, die Stadt durchlöchern mit zu durchsuchen, scheint hier recht gut zu helfen. Ich habe zwar jetzt die Gefangenen nicht gefunden. Aber definitiv Zeug, was unser Schmied haben möchte. So, die Elfen sehen haben wir auch alles zusammen. Das heißt, die Rest hier muss ich nicht einsammeln. Die lassen wir einfach rumliegen. Boah, kein Mensch. Talk to Realma, das ist auch klar. Das wird immer besser. Ich würde sagen, nochmal ein kleines Päuschen. Wir haben schon recht viel eingesammelt und dann machen wir gleich weiter hier bei Bound by Flame. Bis dann, Mad My Flame. Bis dann, Mad My Flame.